Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 1305. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Und bevor wir heute in diese Folge starten, hier einmal der Hinweis, das neue Hauptvideo ist online auf dem AdiZock-Kanal. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt nach dieser Folge abchecken. Ich habe es euch auch definitiv in der Endcard verlinkt. Das heißt, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, einfach dann da draufklicken. Dann freue ich mich und ihr kriegt ein geiles Video. Es ist bis jetzt, ich nehme das gerade so knapp 6 Stunden nach Release auf, das bestperformendste Video, was ich je hatte. Deutlich. Ich bin sehr zufrieden damit und ich hoffe, es gefällt euch. Und jetzt nerve ich euch auch nicht weiter. Ich habe allerdings noch eine frohe Kundschaft. Und ja doch, Kundschaft, oder? Ja. Meine Maus, die ich neu bestellt habe, also meine alte Maus, die ich neu bestellt habe, ist da. Und ich benutze sie gerade und sie funktioniert. Wer hätte das gedacht? Ja, war ja nur 44 Euro mal eben. Ne? Aber ja, ich bin froh, weil auch heute, die kamen irgendwie erst so um 6 Uhr abends oder wann. Und weiß ich auch nicht, wieso Amazon im Moment so langsam bei mir ist, aber gut. Ist auch egal, Hauptsache sie ist jetzt da. Aber auch heute hat es mich halt wieder so immens genervt die ganze Zeit, weil es halt einfach auch nicht funktionieren will. Oder wollte, sagen wir mal lieber. Das ist halt wirklich einfach nur Abfuck. So, ich bin immer noch am überlegen, ob wir hier halt doch noch Verkleidung dran machen, dass wir dann quasi einfach so machen. Und dann vielleicht zack. Und dann zack. So, irgendwie, vielleicht. Und das könnten wir hier genauso machen. Und dann hätten wir den Teil hier auch gut integriert eigentlich. Müssen wir so machen, geht halt nicht anders. Finde ich eigentlich ganz nice. Man könnte das natürlich jetzt auch noch bis hier vorne ziehen. Macht sogar ein bisschen mehr Sinn. Wenn man mal ganz ehrlich ist. nee. Na gut. Was wollte ich jetzt machen? Also den, dann kommt der nach da und der nach da und dann kommt sogar perfekt hin. Brauche ich noch 2 davon und dann haben wir den Teil hier auch fertig. Und ich finde sogar, dass es jetzt gar nicht unbedingt noch viel mehr für diesen Durchgang braucht. Also wir müssen hier und da natürlich noch ein paar von den Lampen verbauen. Das ist klar, aber ansonsten fehlt nicht mehr so viel. Der obligatorische Nieser war auch dabei. Also so, also wie viel brauchen wir? Ich mache einfach mal nochmal 8, weil ich einfach auch keinen Plan habe, wie viel da jetzt genau gefehlt hat. Ich meine 2. Ich weiß es aber legit nicht. Aber wir gucken jetzt mal, ob es sich lohnen würde, Froglights zu nehmen. Und wenn ja, welche Farbe außer Grün? Grün ist hässlich. Oder ob wir doch Sea Lanterns nehmen. Ich kann nicht reden. So. Oder ob wir vielleicht Shroomlights nehmen. Oder einfach herkömmlichen Glowstone. Ich weiß es nicht, deswegen, da werden wir jetzt einfach mal gucken. Es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, Geld ausgegeben zu haben und dieselbe Maus zu haben wie vorher. Also ich muss noch ein bisschen was ändern von der Beleuchtung. Also die hat halt, das Mausrad ist beleuchtet und links und rechts quasi so, ja, wie soll ich das beschreiben? Googelt einfach Cone Imo von Rocket, dann wisst ihr es. Und dann seht ihr, was ich meine. Die Beleuchtung, die kann halt mehr, sagen wir. Wir nennen es einfach mal, sie kann mehr. Und das würde ich halt auch eigentlich gerne anspruchen, sage ich mal. Wie machen wir es mit dem Licht? Weil die Fackeln, nee. Wir könnten es in Boden machen und dann vielleicht White Stained Glass einfach drüber packen. Ich glaube, das ist sogar mit das Einfachste, was wir überhaupt machen können. Ich glaube, das machen wir auch. Das sieht auch relativ clean aus. Ich habe jetzt keinen Bock, die Wände nochmal reinzubohren. Und ich habe halt auch nicht unbedingt die Möglichkeit, nach oben zu gehen, in die Decke. Weil da ist Wasser. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben natürlich wieder kein normales Glas. Das ist wieder perfekt. Ich habe aber noch ein bisschen Sand. Dann machen wir einmal so. Schrägstrich. Wir teilen es sogar auf, weil es schneller geht. Die Kohle kann allerdings wieder raus.
Und dann wissen wir zwar immer noch nicht, welches davon wir jetzt benutzen. Von den Lichtsachen. Ich hab den Sound an, Digga. Ich hab... Ah, nee. Okay. Headset ist aber auch an. Falls ihr es gehört habt, so quasi so ein komisches Echo oder so bei den Minecraft-Sounds, tut es mir sehr leid. War nicht extra. Passiert nur manchmal, weil ich halt auch ein Headset auf hab mit leichter Geräuschunterdrückung. Kriege ich es halt auch nicht wirklich mit, wenn außerhalb dann noch irgendein Sound ist. Nur jetzt gerade, als ich diese Schalker-Chest zugemacht habe, war das leider der Fall. Hier und hier habe ich noch, ich hoffe, ich habe noch White Dye. Ich möchte ungern den einen Knochen jetzt wasten. Ich habe noch super viel White Dye. Okay, ging das so rum? Ja, okay, das reicht ja auf jeden Fall. Viel mehr würde ich da jetzt auch nicht machen wollen. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier Schönes machen können. Ich würde auf jeden Fall sagen, einmal hier. So. Mach doch. Und dann, wir gucken erstmal, wie das mit dem Froglight ist, okay? So, und dann Licht. Also mal abgesehen davon, dass man das Glas überhaupt nicht sieht. Hä? Das sieht man ja gar nicht. Krass. Na gut. So. Hier machen wir mal ein Lila. Wir können ja auch einfach mehrere verschiedene machen. Ich muss das Quarz nochmal holen. Das ist jetzt natürlich blöd. So. Aber ja, wir können nochmal ganz kurz über das Hauptvideo reden. Einfach nur, weil ich sehr stolz bin. Ist natürlich blöd, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und ihr jetzt nicht wisst, worüber ich reden möchte. Deswegen macht es eigentlich mehr Sinn, morgen erst darüber zu reden, aber vielleicht kann ich euch ja noch so ein bisschen mehr das Ganze schmackhaft machen, sagen wir mal. Und ich hatte auf Instagram so ein bisschen angeteasert, was eigentlich wahrscheinlich null Sinn macht, weil ich sonst nie auf... Echt jetzt? Weil ich nichts auf Instagram sonst mache und mir da wahrscheinlich auch niemand folgt. Schrägstrich, niemand, der mir auf Instagram folgt, wird irgendwie was bei YouTube abchecken. Denke ich jetzt einfach mal. Aber ja, gut. Muss ja auch nicht alles einen Sinn haben. Ja, komm, es ist schon so ein. Es ist ein bisschen beiger, indem man da die Lampending draufsetzt. Aber jetzt halt auch wirklich nicht viel. So, Quarzy, Quarzy. Machen wir hier nochmal ein Shroomlight rein. Und dann haben wir erstmal alle Versionen getestet. Auch wenn ich hier direkt sagen kann, dass ich es nicht fühle. Wir werden aber nochmal ganz kurz, ja, sollte reichen. Nochmal ganz kurz. Da bin ich so dankbar für, dass man so fliegen kann, ne? Mit dem Mod, dass man halt quasi auf die Rückenlage gehen kann. Das geht. Weil das geht halt mit der normalen Elytra geht das halt nicht. Oder mit dem normalen Handling, sage ich mal. Geht das nicht. Und das ist so oft so praktisch. Insgesamt ist es super tricky, damit zu fliegen. Und gerade auch im Nether, wo wir jetzt hingehen, wahrscheinlich nicht sehr gesund. Das hat uns ja hier schon einmal fast gekillt. Aber ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, das extra jetzt hier für kurz einmal zu deinstallieren. Wie gesagt, pass auf. Oh! Nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Wo ist er? Er ist weg. Och Mann, da ist noch einer. Muss aufpassen, ich darf nicht jetzt so doll den Typ treffen wollen, dass ich ja aus Versehen in die Lava fliege. Scheißegal, scheiß auf ihn. Wir gehen ganz schnell einfach nur Glowstone farmen. Nein, ich muss den vom Portal weglochen. Nachher schießt er mir dann meine Leiter kaputt. Hast mich nicht getroffen. Na, jetzt vielleicht. Wieso habe ich ihn nicht getroffen? Hau ab! Okay, ja gut. Ich mache schon wieder alles andere, als das, was ich machen sollte. Vor allem alles Mögliche, was mich irgendwie killen könnte. Aber gut. Wo waren wir dran? Mit dem Video, ne? Ja. Also, was ich dazu sagen möchte, das ist eine Scheißstelle, was ich dazu sagen möchte, jetzt einfach nur ganz kurz, ist, dass
ihr, selbst wenn ihr mit dem Thema nicht viel anfangen könnt, dem Ganzen auf jeden Fall trotzdem eine Chance geben solltet. Wenn ihr sagt, was juckt mich das? Weil zumindest einer meiner besten Freunde, ja, der ist natürlich nicht unvoreingenommen, aber wie auch immer, hat auch nichts mit dem Thema am Hut und hat das Video geguckt, weil er halt einer meiner besten Freunde ist und ein Ehrenmann. Und er meinte auch, dass es ihm sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Deswegen, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Guckt es euch einfach nachher an, nach der Folge hier, und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich will halt, dass ihr es guckt, weil ich mir halt super viel Mühe gegeben habe. Ich habe halt, seit das letzte Video rauskam, gefühlt direkt danach damit angefangen und ich sag mal, bis auf ein paar Tage auch wirklich jeden Tag dran gearbeitet. Und es ist 43 Tage her, wenn ihr das hier seht, 44 fast. Deswegen, ja, ne, da ist einiges an Zeit und Mühe drin. Allein die Bauzeit für das Video waren schon wieder über 24 Stunden, wie auch beim letzten Video. Deswegen, ja, es ist witzig, weil die Bauzeit ist halt wirklich das, was da am längsten dauert. Das Schneiden geht komischerweise recht schnell. Treffe ich den? Was eine Frage. Natürlich treffe ich den. Also das Bauen ist halt, wie gesagt, 24 Stunden so circa. Aber das Schneiden, habe ich gerade gesagt, das Bauen geht schnell. Ich meine, das Schneiden geht schnell. Der Schneiden und der Rest, das kriegst du so schnell durch. Also, wenn du die ganzen Clips fertig hast, die zu einem Skript schreiben, das Skript komplett einmal einsprechen, die Aufnahme nehmen und roh oder und so schneiden, dass du keine Pausen im Text hast und kein und dich versprichst und so, dass sowas halt alles raus ist. Wenn du das alles hast, oh mein Gott, das war wichtig. Dann, also das geht so schnell. Der ganze Prozess, den ich jetzt gerade gesagt habe, dauert circa eine Stunde. Also ein Bruchteil von dem, was das Bauen dauert. Und das finde ich jedes Mal krass. Das war beim letzten Mal schon ziemlich krass. Aber jetzt bei diesem Video habe ich mich sogar aktiv erschrocken, wie schnell das ging. Jetzt bin ich schon fertig. Ich habe das halt gemacht, habe das gemacht, habe auf die Uhr geguckt und es war gerade mal eine Stunde später. Und ich bin wie? Meine Uhr kaputt. Oh, wow. Ja, deswegen. Weil beim Bauen denkst du dir teilweise, Alter, ich bin hier so ewig dran und ich bin immer noch halb fertig. Das ist halt wirklich krass. Das ist gute Flugmanöver. Also, ich möchte gerne den Kollegen hier definitiv wieder raustun. Das bringt immer noch nichts, egal mit welchem Tool man das abbaut. Ich finde die Idee, glaube ich, so mit dem Licht aber ganz gut und ich glaube, ja, Glowstone bleibt der King. Es bleibt einfach der King. Das finde ich cool, ist aber zu kalt vom Licht her. Glowstone ist halt super warm. Ich finde die beiden allerdings auch noch recht nice. Ich finde die allerdings von der Form, also vom Aussehen nicht so schön. Deswegen wollte ich nochmal testen, wie es aussieht, wenn man das vielleicht seitlich platziert. Ja, weil das hat ja jetzt eine andere Textur. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Aber ich glaube, dass wir wirklich einfach überall Blowy reintun. Weil erstens hat er noch diese Animation, die halt super schön aussieht. Und es ist auch einfach der OG. Und ich habe den jetzt extra geholt, also von daher Pech gehabt. Ich will das hier vielleicht sogar auch noch machen. Vielleicht auch noch hier, aber das könnte halt dann wirklich auch zu viel werden. Weil ich meine, das sieht halt wirklich scheiße aus. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir es hier eigentlich auch noch machen. Heißt, wir müssen dann einmal so machen. Einmal so machen, einmal so machen und so machen. Und das machen wir jetzt hier auch noch einmal. Zack. Zack, zack. Zack. So. Ach du Scheiße, ist das Inventar voll. Holy shit. Dann vielleicht. Ja, okay, nee, den platziere ich dahin.
Dann brauche ich noch einmal den Kollegen hier. Dafür und dafür. Und den dann hier hin. Den dann hier hin. Den und den. Und der Kollege kann dann weg. Und dann kommt hier noch ein Blatt auch hin. Und dann haben wir das auch alles schön gleichmäßig. Dann sieht das auch schöner aus. Dann haben wir noch ganz viel Müll im Inventar, den wir noch irgendwie am besten verbrennen. Ich weiß, was ich damit sonst machen soll. Und dann, ja, dann sind wir schon mal ganz gut dabei. Wo packe ich die Lampen hin? Ich glaube, ich packe die alle mal hier hin. Ja. Macht eigentlich mehr Sinn, wenn wir die alle hier reintun würden, aber das ignorieren wir jetzt gekonnt. Glas kann auch dann hier rein. Die Farbe kann dann wieder hier vorne rein. So. Warum habe ich so viel weiße Farbe und keine Knochen? Warum habe ich das alles zu Farbe gemacht? So viel weiße Farbe brauche ich doch gar nicht im Moment. Ne, das habe ich da gerade reingetan. Ich wollte gerade sagen. Okay. Einmal Licht. Und den Endrot. Tue ich jetzt einfach da rein. Ich habe keine Ahnung, was ich damit sonst machen soll, wo der sonst hin könnte. Die Schalker-Chest ist immer noch leer. Dann packe ich die hier rein. Digga, zweimal in einer Folge ist hart. Ich weiß übrigens, ist mir noch aufgefallen. Ich habe in irgendeiner Folge, genau, in der Folge, wo die Allergie so richtig schlimm war, habe ich gesagt, dass ich das alles rausschneide. Und wie soll ich sagen? War gelogen. Weil mir ging es so scheiße, ich wollte dann auch einfach fertig sein. Ich hatte dann auch keinen Nerv mehr dafür, da noch ewig die Sachen rauszusuchen. Es tut mir wirklich leid, weil ich weiß, es ist nicht angenehm. Und ich mache es auch wirklich nicht extra so. Ich kann auch jetzt nichts dafür, dass es genau jetzt angefangen hat, dass meine Nase wieder läuft und alles. Weil ich hatte jetzt wirklich den ganzen Abend nichts, weißt du? Der wartet drauf. Das ist ein Assi. So, wie dem auch sei, ich kann wieder Rechtsklick drücken. Ich kann wieder Linksklick drücken. Wir haben den Tunnel so gut wie fertig. Ich glaube, dass wir vielleicht hier vorne noch auf die Seite irgendwas machen oder so. Dass es ein bisschen schöner ist. Oder damit hier einfach noch ein bisschen mehr ist. Und dann haben wir auch das erste Projekt in dieser Staffel fertig. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.